Soldat kehrt nach 2 Monaten unerwartet nach Hause zu seiner Frau zurück und findet ein unbekanntes Baby in seinem Schlafzimmer. Als Adam Harris nach 2 Monaten aus dem Nahen Osten nach Hause kam, war das Letzte, was er auf seinem Bett zu finden erwartete, ein Baby. Es stand in der Tür und starrte nur. Das Baby lag zwischen 2 großen Kissen und fuchtelte mit seinen winzigen Fäusten in der Luft herum. Adam ging näher und starrte auf das Kind hinunter. Es gähnte ihn an und dann fing es an zu weinen. Adam wusste nicht, was er tun sollte. Er setzte sich aufs Bett und hob das Baby hoch. Das Baby guckte ihn mit großen Augen an. Wer war dieses Kind und wo ist es hergekommen, fragte er sich. Adam wusste, dass es nicht von ihm und Katie war. Katie war vor 7 Monaten noch nicht schwanger gewesen, das wusste er. Tatsächlich hatte Katie schon seit 6 Jahren verzweifelt versucht, schwanger zu werden. Doch manchmal kommt das, was sie sich am meisten wünschen, auf unerwartete Weise in ihrem Leben. Adam summte das Kind an, das ihn einfach weiter mit zugekniffenen neugeborenen Augen anstarrte. »Wer bist du?«, fragte er. Dann sagte eine leise Stimme hinter ihm. »Sie gehört uns, wenn du damit einverstanden bist.« Adam drehte sich mit dem Baby in seinen Händen um und sah seine Frau dort stehen. »Katie, was ist hier los?« Katie setzte sich neben Adam und küsste ihn zärtlich. »Das ist eine lange Geschichte«, sagte sie. »Ich habe alle Zeit der Welt«, sagte Adam. »Nun, erinnerst du dich noch, wie traurig ich gewesen war, nachdem die letzte künstliche Befruchtung fehlgeschlagen war?« Adam nickte. Es hatte Katie schwer getroffen und das Resultat waren Depressionen und eine Therapie gewesen. »Ich fing an, nach der Therapie in einen Babyladen zu gehen«, erklärte Katie. »Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, es hat mir nur Hoffnung gemacht, weißt du? Es hat sogar dort nach Babys gerochen. Dann habe ich ein junges Mädchen dort kennengelernt.« »Ein Mädchen?«, fragte Adam. »Ich nehme an, sie war schwanger, oder?« Katie nickte. »Ja, das war sie. Sie war so jung und sogar im 6. Monat schwanger«, sagte sie. »Sie ist 15, aber das habe ich erst später herausgefunden. Sie versucht, sich mit der Situation abzufinden, dass sie Mutter werden würde. Sie sagte immer, dass sie nicht bereit sei, dass es die falsche Zeit sei und der falsche Freund. Sie hatte andere Pläne. Sie wollte zum Abschlussball aufs College gehen, aber sie wollte das Kind auf gar keinen Fall abtreiben lassen oder es zu Fremde weggeben. Jedenfalls wurden wir Freunde und wir hatten entgegengesetzte Probleme. Ich wollte so sehr ein Baby und sie hatte solche Angst, eins zu bekommen.« »Wie heißt sie?«, fragte Adam. »Wendy«, sagte Katie. »Wir haben angefangen, uns jede Woche zum Tee trinken zu treffen und es war gut, mit jemandem offen und ehrlich sein zu können. Dann, eines Tages vor ungefähr 1 Monat, fragte Wendy mich, ob ich ihr Baby adoptieren wolle. Da war ich fassungslos gewesen, aber sie sagte, sie wolle, dass ihr Kind eine gute Mutter habe. Sie dachte, ich wäre die beste Mutter, die sie sich vorstellen könne, und bat mich, darüber nachzudenken.« »Warum hast du mir nichts gesagt?«, fragte Adam. »Wir haben jeden 2. Tag Videoanrufe gemacht. Du hättest es mir wenigstens sagen können.« Katie zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht«, sagte sie. »Ich hatte Angst, dass du schockiert sein werden würdest und Nein sagen würdest. Ich wusste nicht, ob ich bereit dazu wäre, ein Baby zu adoptieren. Ich wollte es wissen, bevor ich mit dir sprach.« »Und dann?«, fragte Adam. »Bevor das Baby geboren wurde«, sagte Katie, »ging Wendy zu einem Anwalt und organisierte alles für eine private Adoption. Der Vater des Babys wollte die Verantwortung unbedingt ablegen und unterschrieb.« »Als das Baby geboren wurde, unterschrieb Wendy bei mir das vorläufige Sorgerecht. Heute ist der 10. Tag. Ab heute kann das kleine Mädchen unser sein, unser eigenes Baby, unsere Tochter. Wenn du sie willst, Adam, können wir endlich eine Familie werden.« Adam blickte auf das winzige Baby hinunter, das zu ihm aufblickte. Er berührte einer der winzigen Fäuste mit seinem Finger und das Baby ergriff Adams Finger mit unglaublicher Kraft. Adam sah Katie an und grinste. »Ich glaube, sie hat sich für mich entschieden«, flüsterte er. »Sie hat mich ausgesucht. Ich bin ihr Daddy.« Katies Augen füllten sich mit Tränen. »Ich rufe Wendys Anwalt und unseren an«, sagte sie. »Morgen um diese Zeit wird sie unser kleines Mädchen sein. Wie sollen wir sie nennen?«, fragte Adam. »Ich dachte Mia«, sagte Katie. »Es bedeutet mein auf Spanisch.« »Mia«, sagte Adam und wackelte sanft mit ihren Babyhänden. »Mia, ich mag es. Hey, kleine Mia, weißt du was? Du gehörst uns.« Am nächsten Tag unterschrieben Katie und Adam die Adoptionspapiere und die kleine Mia gehörte für immer ihnen. Sie hatten endlich die Familie, von der sie geträumt hatten. 3 Jahre später stellte Katie mit Erstaunen fest, dass sie schwanger geworden war und Mia bald eine kleine Schwester bekommen würde. Das Glück von Katie und Adam war vollkommen. Ja, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Das Band der Liebe ist stärker als das Band des Blutes.
Die Mutter des Babys war zu jung, um sich um sie zu kümmern, aber Katie und Adam wurden die liebevollen Eltern, die sie brauchte. Manchmal kommt das, was sie sich am meisten wünschen, auf unerwartete Weise in ihrem Leben. Katie wollte unbedingt ein Baby, aber sie konnte nicht schwanger werden. Das Baby, von dem sie träumte, kam durch Wendy in ihrem Leben.